Namaste. Mir verbanden als Lomata, Kaleblus, Amataleva für das Meditationszimmerin. Und du für drin kannst du vielleicht der Pulsare präparieren, den Diffuser, wenn es den Hals mit Bodrepsen Urlichter machen, ätherisch Urlichter. Dann ein Glas Wasser parat stellen, vielleicht ein bisschen Zitronenschüttel machen und dann eben aufhängen, einen Schluck holen. Und dann siehst du da den Urlich raus, den dir am besten gefällt. Und dann müsst du ein bis zwei Tröpfchen an den Hand. Und du verreißen. Und halte dafür ein Ding weiß. Hole pur intensiv tief Atemzug. Verband dich auch mit diesem Duft von der Pflanze. Ich spüre, wie das so gut riecht. Der den Körper schon gut tut. Brauch nur 2 Sekunden bis an das Gehirn. 2 Minuten für an den Blutkreislauf. Und 20 Minuten bis dann an die Zelle kommst. All hin als Stoffe und Duftmolekülen. Atmest du tief an und aus. Und dann kannst du vielleicht auch nach 4 drin immer wirklich und dann an die Passivmeditation gehen. In Urlich rausischen, den Entgift entwirkt und dann mit deinem Trägerurlich zusammen vermischen. Und dann dort ob die 2 Organe, Leber und Galeblus, erreichen. Dann leg den 2 Hände auf die rechte Seite, die rechte Hand, innerhalb der Lenker, innerhalb der Rippe, am Bereich von der Leber, von der Galeblus an die linke Hand, als in den über den Rippe an in den 4 drin. Und dann entspann den Schildern, mach den Hand so. Atem tief an und aus. Verband dich da los mit den 2 Organen, mit der Leber, mit der Galeblus. Lauschte, was sie dir zu erzählen haben. Was und die 2 Organe dir zu sagen. Vielleicht kommen nur Emotionen heiß. Erkennen sie. Erlöse das. All negativ und destruktiv Emotionen, die loheisch kommen, darfst du logieren mit dem flüssigen Licht und mit dem Duft von der Pflanze ablesen. Stell dir vor, du sitzt in einer riesigen Bull. Die Folge füllt das Loh mit kristallgoldischem Licht.
machen an dieser Bulle sind noch Duftmoleküle. Stell dir vor, das kristallgoldene Licht fließt an dich ran wie ein Lichtdusch. Das neue Statische, das alles fließt, so wie Wasser fließt an der Körper ran. Speziell an die Leber und an die Galle bloß. All destruktive und negative Emotionen, die hierher kommen, dürfen sich nur in diesem Licht ablesen. Emotionen wie zum Beispiel Ärger, Roserei, Frustration oder Alkohol, den es danach verspürt. Das wird wahr, als nicht mehr. Du darfst nur gern die Vergangenheit loslassen. Und da verbindest du dich mit deinem Herz und in ehrlich verzeihen, durch Lora fließen an all die Emotionen. Verzeihen für all Betroffenen. Verzeihen für dich selber und die Verzeihen von der Situation. Und nimm so, spürst du dich frei, Licht. Und spür, wie die Energie kann frei fließen. Wenn du dich von der Nase dämmst und all Belastungen, alles wird nicht mehr zu dir gehört. Alles wird dich bedrückt. Du darfst auszuatmen, du darfst loszulassen, zu erkennen. Zu erkennen, loszulassen. Auszuatmen. So wie Wasser fließt das flüssig kristallgoldene Licht durch all den Zellen, durch den gesamten Körper, durch Galle bloß, durch Leber, auch eigentlich und unterstützt der gesamten Entgiftungs- und Entschlackungsprozess. Auch so wie die Duftmolekülen von der Pflanze, die diesen Prozess unterstützt und dir hilft, dich frei zu machen, dich Licht zu fühlen. Los fließen, loslass. Erkennen, was geschieht ist. Wie wird die Rose was? Wird dich belascht? Erkennen, was dich bedrückt? Hallo, sitze ich auf Pläsen.
verzeihe mich frei. Verzeihe mich dich frei. Verzeihe mich den anderen frei. Und dann geh nach Reika an dein Herz, mit einer tiefer Dankbarkeit. Für alles, was sich lohnt, darf aufzulesen. Für alles, was lohnt, darf zu gehen, sich verabschieden. Sehen, also merci der Vergangenheit. Für alle Erfahrungen, die du gemacht hast. Alle Erfahrungen, die dich weiterbringt. Egal wie schwer sie war. Bedank dich auch bei dem kristallgoldischen Licht, bei der Pflanze, bei dem ätherischen Öl. Entspann dich, spür nur. Und vielleicht spürst du, wie du die zwei Organe sich ganz können entspannen. Auch alle Muskeln und den Gelenke sind entspannt. Das ruhig, all destruktiv und negativ Gedanken an Emotionen, die an der Leber gespeichert waren, sind nur abgelöst. Frieden ist in deinem Herz. Frieden ist an deinen Gedanken. Frieden ist an deinen Emotionen. Während darfst du noch weiter meditieren, sitzen bleiben. Es ist dir merci für dein Lauschen, für deine Aufmerksamkeit, für dein Dabeisein, für dass du mich begleitest durch das ganze Frühjahr. Auch eine Beratung, eine persönliche Beratung willst du, für zu wissen, was für ein ätherischen Öl am besten zu dir passt, dann lässt dich gerne melden bei mir, entweder über Facebook oder über meine E-Mail-Adresse annette.schlesser@pt.lo. Sondern merci. Amigesinaisrem. Namaste.